Wer fährt was in der Männer World Tour 2023? Das habt nicht nur ihr euch gefragt, sondern auch wir uns. Und deswegen haben wir mal ein bisschen recherchiert und für euch rausgesucht, wer welches Fahrrad fährt. 18 World Tour Teams gibt es in dieser Saison bei den Männern. Wir haben alle 18 Fahrräder mit dabei. Eigentlich eher Tobis Paradedisziplin, aber fürs Optische sitze auch ich hier mit am Tisch. Los geht's. Mit Arche Désert Citroën steigen wir in dieses Video ein und haben ein BMC-Rad, also eine Schweizer Marke, mit am Start. Die sponsern das Team, glaube ich, schon seit 2021, also sind schon einige Saisons zusammen unterwegs. Ja, und für dieses Jahr haben sie sich eine schöne, flippige neue Lackierung ausgedacht. Ja, blau dominiert, dann haben wir noch die roten Akzente mit da drinne. Und insgesamt werden sie auf drei verschiedenen Rädern unterwegs sein. Einmal eben auf der Team Machine, das ist das ja normale Straßenrad, kann man sagen, auch für die Berge. Dann gibt es die Time Machine Road, das ist das Aero-Rad für die Straße. Und die Time Machine TT, die werden sie bei den Zeitfahren benutzen. Und sie sind komplett ausgestattet mit der Campagnolo Super Record. Und da ist dem Tobi was aufgefallen. Ja, das letzte Team in der World Tour, das noch auf den italienischen Schaltungskomponentenhersteller setzt. Die Laufräder kommen ebenfalls von Campagnolo und die Reifen, die sind auch echt italienisch. Die kommen von Pirelli. Der Sattel ist ebenfalls italienisch, die sind von Physik und der Powermeter, der kommt von Power2Max auf der Carbonkurbel von Campagnolo. Und dann haben wir abschließend noch den Radcomputer von Wahoo und das war das allererste Team. Das nächste Team im Programm ist Alpecin de Koenig, zum allerersten Mal in der World Tour. Dennoch hatten sie ja schon immer, ja, die Jahre davor schon top World Tour Material. Der Radhersteller kommt aus Koblenz und zwar Canyon weiterhin Bikepartner. Und gefahren werden die Modelle des A-Road und das Ultimate CFR und dann im Zeitfahren natürlich auf das Speedmax gesetzt. Die Lackierung, die kommt bei Mathieu van der Poel natürlich besonders daher. Der hat nämlich immer komplett rote Fahrräder. Seine Teamkollegen haben dennoch auch richtig schöne Lackierungen, so einem lila-blau vermischtes, sieht richtig schick aus. Und ja, schon seit Jahren wird das Team von Shimano unterstützt und daher kommt auch die Schaltgruppe und natürlich auch alle Laufräder. Ja, richtig. Und auch Powermeter, Pedalen, alles aus dem Hause Shimano. Das macht uns natürlich den Job leichter. Die Sättel, die kommen allerdings aus Italien, von Celli Italia. Fahrradcomputer gibt es von Wahoo und dann bleiben uns nur noch die Reifen und die kommen aus dem Hause Vittoria, also ebenfalls italienisch. Man könnte sagen, ein Koblenzer Italien-Mix, schicke Räder, auf geht's in die Saison 2023. Das nächste Team heißt Astana Kasachstan Team und das überzeugt in diesem Jahr mit ihren Fahrrädern definitiv auf ganzer Linie. Der Radhersteller kommt aus Italien, die Firma Villiers, und die haben sich für dieses Jahr eine echt schmucke Lackierung einfallen lassen. Für insgesamt drei Rennräder. Einmal haben wir das Filante SLR, dann haben wir das Filante 0 SLR. Beim ersten Rad handelt es sich wieder um das normale Rad, das auch in den Bergen eingesetzt wird. Dann haben wir das Aerorad und die Turbine SLR. Man hört es schon am Namen, das ist dann eben das Zeitfahrrad, was von den Jungs eingesetzt werden wird. Tobi, wie gefällt dir? Die Karre ist schon geil, oder? Sieht richtig schick aus. Eins meiner Favoriten würde ich jetzt schon behaupten. Dieser Ice-Effekt, das sieht man ja nicht so häufig. Und dann für ein ganzes World Tour Team rauszuhauen, Respekt. Die Schaltgruppe, die kommt übrigens von Shimano und gepaart wird das mit Schaltröllchen hinten und ja, Tretlager von SLF, habe ich vorher auch noch nicht gehört. Die Laufräder sind aus Frankreich, von Corima und dort drauf geklebt oder ja, tubeless-mäßig montiert sind Reifen von Vittoria. Der Sattel, der kommt von Prologo, ebenfalls aus Italien. Die Powermeter sind dann auch direkt vom Shimano, vom Schaltgruppenhersteller. Und der Radcomputer, wo sie mit navigieren und die Powermeter-Leistung aufzeichnen, kommt von Garmin. Ja, bin ich mal gespannt, ob Mark Cavendish mit der Karre auch sprinten kann. Mhm. Aber wenn es so schnell fährt, wie es aussieht, dann sollte das auf jeden Fall klappen. Beim Team Bahrain Victorious hat sich beim Material nicht viel geändert. Es wird weiterhin mit den Rädern von Merida gefahren, die übrigens in Deutschland entwickelt werden. Dort werden die Rahmen, das Sculptura für die Berge, das Reacto ja, als Aerorad benutzt und das Time Warp ist das Zeitfahrrad. Die Räder haben wieder diese typische ja, Karo-Muster-Lackierung, die aufs Trikot abgestimmt ist. Und was ein lustiger Nebeneffekt ist, die haben ja diese Kühlungsfinnen an den Bremsscheiben und die müssen die extra abmontieren, da das von der UCI nicht zugelassen ist. Also als Normalsterblicher kannst du das fahren. Die Profis, denen ist es nicht vergönnt. Und ja, weiterhin wird auf Shimano Schaltgruppe gesetzt und die Laufräder, die kommen von Vision
und sind die neuen Modelle, die sind in so einem Shallow, in so einem Dunkelschwarz gehalten. Also die sind nochmal deutlich breiter geworden, die Felgen, und sehen für mich nochmal ein bisschen hochwertiger aus und definitiv schneller. Ja, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall was her, das Rad. Vor allem das Aero-Rad sieht durch die neuen Laufräder richtig schnell aus. Kombiniert mit Continental-Reifen sollten die Jungs auch ordentlich Grip in der Kurve haben. Wir haben außerdem Prologo-Sättel mit am Start, Garmin-Radcomputer. Ja, und das Powermeter, das kommt ebenso wie die Schaltungsgruppe aus dem Hause Shimano. Schöne Räder. Bin gespannt, was die Jungs nach dem sehr, sehr guten Saisonauftakt rund um Phil Bauhaus noch so zeigen werden in dieser Saison. Never change a winning team, und das hat sich wohl auch Bora Hansgrohe und ihr Radhersteller Specialized gedacht, denn die haben einfach genau die gleiche Lackierung wie im letzten Jahr nochmal rausgehauen. Es passt ja auch nach wie vor zum nicht so sonderlich, ja, großartig veränderten Trikotdesign. Gefahren wird das Tarmac SL7, bei den ja etwas holprigeren Rennen, von denen es ja immer mehr im Kalender gibt, wird wahrscheinlich auf das Roubaix-Modell von Specialized gesetzt werden, und ansonsten haben wir das Schiff TT-Bike für die Zeitfahren. Laufräder kommen wie eigentlich auch schon jeher aus dem Hause Rowa. Also das ist ja die Hausmarke von Specialized, da wird sich vermutlich auch nicht viel ändern. Tobi, woher kommen denn die Reifen auf den Laufrädern? Die kommen auch ebenfalls von Specialized, wie so vieles, der Sattel zum Beispiel auch von Specialized. Eine Sache hat sich doch geändert, und zwar habe ich erfahren, dass die Lenker, die kommen von Shimano oder dem hauseigenen Shimano-Brand Pro. Also dort werden sie auf unterschiedliche Lenker setzen. Und sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Wahoo Radcomputer sind weiterhin dabei und der Powermeter ebenfalls von der Shimano-Gruppe. Ich glaube, das wird alles über Paul Lange, den deutschen Vertrieb, da organisiert für das Team aus Raublingen, Bora Hansgrohe, und ja, altbewährtes hält sich. Sollte laufen. Sollte gespannt sein, ob vielleicht dieses Jahr ein neues Specialized-Modell rauskommt. Wir werden sehen. Mitte des Jahres. Beim französischen Team Cofidis gab es einen großen Wechsel zum Jahr 2023. Der Radhersteller De Rosa, der wurde links liegen gelassen und jetzt wird wieder rein französisch gefahren. Und die Marke Look, die ja große Tradition im Radsport hat, die ist zurück mit einem Rahmen, der noch gar nicht so richtig bekannt ist. Also wir wissen noch nicht, um welches Rahmenmodell es sich hier handelt. Auch beim Zeitfahrrad konnten wir keine Antwort finden. Also es wird wahrscheinlich noch später im Jahr bekannt gegeben, wie das neue Modell von Look heißt. Es sieht auf jeden Fall schnell aus und Brian Conquart hat schon den Etappensieg drauf gefeiert. Mir gefällt das Rad echt gut. Also Look ist immer für beste Qualität bekannt. Und die Schaltgruppe, die ist auch nicht mehr von Campagnolo dieses Jahr bei Cofidis, sondern kommt von den Leuten von Shimano. So, so, jetzt hast du es zusammen. Aber das Powermeter, das kommt weiterhin aus dem Hause SRM. Wer fährt noch mit SRM dieses Jahr in der World Tour? Helf mir auf letztes Jahr noch UAE, aber ja, dieses Jahr sonst keiner mehr. Ja, stimmt. Was ist mit Lotto Destiny? Die fahren ja mittlerweile nur noch Pro Continental. Ich glaube, die haben auch noch SRM dran, oder? Haben die auch gewechselt? Auch auf Shimano gewechselt. Hier googelt der Chef noch selber. Das soll uns allerdings nicht daran hindern, weiterzumachen mit den Komponenten. Und zwar kommen die Laufräder aus dem Hause Corima. Und die Reifen kommen dann von Michelin. Und ja, dann machen wir weiter mit den Sätteln. Die kommen von Celle Italia. Radcomputer wird hier auf Wahoo gesetzt. Und alles in allem ist das doch wirklich ein vernünftiges Setup, mit dem man im nächsten Jahr, nachdem man ja im letzten Jahr noch auf die Rosa unterwegs gewesen ist, richtig angreifen will. Und Brian Conquart, der hat es ja auch schon vorgemacht. Das Team EF Education Easy Post ist immer stylisch unterwegs. Allen voran natürlich der Olympiasieger Richard Carapaz, der auch eine Sonderlackierung beim Bike erhalten wird im Olympiagewinner Gold. Und unterwegs sein wird er auf insgesamt drei verschiedenen Modellen. Einmal haben wir das Super 6 Evo, das wieder normale Rad. Ich wiederhole mich hier die ganze Zeit mit meinem normalen Rad. Wie soll man es nennen? Bergrad? Ja. Ja, nennen wir es einfach Bergrad. Dann haben wir das System 6 als Aero-Rad und das Super Slice als TT-Bike. Alles in allem ein sehr, sehr schnelles Setup, das auch ordentlich schnell aussieht. Ja, und beim Evo werden wir wahrscheinlich auch ein neues Modell sehen, denn die Mechaniker bei der Tour Down Under, die wollten unserem Kollegen Alex Payton keins von diesen Rädern ja zum Aufnehmen geben, aber da wird wahrscheinlich ein neues Modell kommen. Schaltgruppe, die kommt überwiegend von Shimano Dura-Ace, die Zwölffachgruppe. Ich glaube, mittlerweile sind alle World Tour Teams beim Zwölffach angekommen. Außer die Kurbel, die kommt von Kendall selbst, beziehungsweise ist eine Power-to-Max Kendall-spezifische Kurbel. Da haben die ja immer so ein bisschen ihre eigene Sache. Die Laufräder, die kommen von Vision Metron und sind dabei auch ja, die neuen dunklen Modelle. Beim Team EF wird überwiegend tubeless gefahren und die fahren ja auch diese Inserts von Vittoria oder mit Vittoria-Reifen. Das ist wohl mit eins der schnellsten Setups. Und der Sattel, der kommt noch von Prologo. Und damit sollten wir das Rad abgehakt haben. Was meinst du zum ja, Rad? Eigentlich nur noch Radcomputer von Wahoo und dann meine ich gar nichts mehr zum Rad, sondern einfach nur noch geile Karre, geiles Team, weiter geht's. Wir machen französisch weiter mit dem Team Groupama FDJ und die sind ja schon seit zig Jahren bei dem französischen Hersteller Lapierre unterwegs und dort werden auch
drei verschiedene Fahrräder gefahren, zwei für die Straße, das Xelius SL3, das Bergrad, ja, Schrägstrich, normales Rad für Ritchie und dem R-Code DRS, wahrscheinlich für die Flachetappen, sowie die Sprinter Arnaud Demar und Co. Und das Aerostorm, auch ein typischer Name für so ein Zeitfahrrad, das wird natürlich im Zeitfahren verwendet und ja, bei den Schaltkomponenten, Laufrädern, da wird komplett auf Shimano gesetzt, denn das Team ist einfach komplett ja, gesponsert von Shimano. Also die Schaltgruppe, Laufräder, Lenker kommen ebenfalls von Pro, wie bei Bora Hansgrohe. Pedale, Powermeter, ja, was sind da für Reifen drauf? Ja, Reifen sind da Continental drauf. Also es gibt auch ja, ein bisschen was Deutsches auf dem französischen Rad. Bei den Satteln wird auf Prologo gesetzt, das heißt, was Italienisches ist auch noch mit dabei. Und dann Garmin Computer, also amerikanisch, haben wir auch noch mit am Rad. Ist doch eine amerikanische Brand, oder? Ich glaube Garmin, ja. Und damit haben wir das Rad dann auch durchgesprochen. Neues Trikot, altes Rad, geiles Team. Und dann gucken wir, was wir als nächste Mannschaft mit im Gepäck haben. Als nächstes mit im Gepäck haben wir das Team Ineos Grenadiers mit ihren Fahrrädern aus dem italienischen Hause Pinarello. Und hier sind sie auf zwei unterschiedlichen Modellen unterwegs. Einmal auf dem Pinarello Dogma F. Das werden sie ja eigentlich in fast allen Straßenrennen, würde ich mal annehmen, fahren. Und dann haben wir noch das Bolide F. Das ist das Zeitfahrrad für die britische Mannschaft. Und ja, auch das sieht doch relativ schnell aus. Wurde, glaube ich, auch im letzten Jahr erst neu aufgelegt. Mittlerweile jetzt auch komplett auf Scheibenbremsen unterwegs, die britische Mannschaft. Und dabei schalten sie mit der ja, überwiegenden Ausstattergruppe Shimano aus Japan. Die liefern auch die Laufräder überwiegend, also zumindest in den Straßenrennen. Wird da auch, glaube ich, nur noch auf Tubeless unterwegs gefahren. Außer im Zeitfahren, da haben die Briten sich noch Princeton Carbon Works so mit so Tree Spokes oder der Scheibe ausgestattet. Die sollen wohl ja, im Zeitfahren noch mal einen Tick schneller sein. Und die Briten wollen immer super schnell unterwegs sein. Sie sind ja dieser Vorreiter von Marginal Gains, also den kleinsten ja, Vorsprüngen, die man sich erarbeiten kann, was auch Material natürlich bringt. Powermeter kommt auch von Shimano. Die Reifen schon seit Jahren ebenfalls von Continental, wie viele andere Teams. Und ich glaube, die Sättel, die kommen auch schon immer von Physik beim Team Sky, ja. Ineos. Und was sagst du zu der Lackierung? Ja, gefällt mir persönlich eigentlich seit Jahren immer gut. Ich mag die Pinarello-Bikes auch. Sehen schnell aus, liefern schnelle Ergebnisse. Kannst du nicht meckern, oder? Ich kenne auch das Geheimrezept, warum die so schön glänzen. Bei der Deutschland-Tour haben die alles mit Bremsenreiniger gereinigt. Das heißt, wir können auch mal ausprobieren, oder? Als nächstes haben wir das belgische Team Intermarché Circus Wanty, auch ein neuer Name, glaube ich. Und die sind aber schon seit Jahren auf der deutschen Firma Cube unterwegs. Die haben da drei verschiedene Modelle. Einmal das Lightning Aero C68 X Pro und das Lightning Air, das sie ja letztes Jahr vorgestellt haben, was wohl mühelos auf 6,8 Kilogramm gebaut werden kann. Das Aerium wird dann fürs Zeitfahren eingesetzt und die Schaltgruppe, die kommt komplett von Shimano Dura-Ace 12-fach. Außer beim Schaltkäfig haben wir diese überdimensionierten Schaltröllchen von Ceramic Speed und auch die ja, Tretlager und ja, Steuerlager, die sind komplett von Ceramic Speed, der dänischen Firma. Und die Laufräder, die kommen ebenfalls aus Deutschland von Newman Advanced SL, heißen diese Laufräder. Und die werden überwiegend tubeless gefahren. Und da haben die sich was einfallen lassen, um nochmal 1-2 Watt zu sparen. Und zwar haben die jetzt so versteckte Ventilkappen. Da gibt es einen speziellen Adapter, um das Ganze aufzupumpen. Und dann wird das Loch mit so einem Gummistöpsel verschlossen. Und damit soll man wohl ein paar Watt sparen. Finde ich ziemlich interessant, dass die da so einen Weg gehen. Ja, die Laufräder sind bestückt mit Reifen von der Firma Continental. Also wie so viele Teams wird hier auf das deutsche Fabrikat gesetzt. Ansonsten haben wir Prologo, Sättel und Brighton Radcomputer. Die hatten wir noch gar nicht mit dabei. Die sind neu und du hast gerade eben off-camera zu mir gesagt, wird vermutlich das günstigste Rad in der World Tour sein, oder? Wahrscheinlich, ja. Also auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall Preis-Leistungssieger, würde ich sagen. Der Preis-Leistungssieger ist hier mit am Start. Das Team Jumbo-Visma hat die Ehre, auf Cervelo-Rädern für das Jahr 2023 unterwegs zu sein. Klassisch ist, dass Richard Weinzheimer die Marke als Cervelo ausspricht. Natürlich heißt es Cervelo. Den lassen wir auf jeden Fall drin, den Versprecher. Dabei wird auf unterschiedliche Modelle gesetzt. Einmal auf das R5. Beim R5 handelt es sich um das normale Rad, um das Bergrad. Dann haben wir das S5 mit am Start, das ist das Aero-Rad. Dann haben wir das Caledonia für zum Beispiel Rennen wie Paris-Roubaix oder vermutlich wird das nur bei Roubaix eingesetzt
werden. Und dann haben wir das P5 für die Zeitfahren. Ja, und dann ansonsten gibt es eine riesige Änderung, kann man sagen. Letztes Jahr noch komplett mit Shimano unterwegs gewesen. Wird das Team in diesem Jahr auf die SRAM Red Gruppe setzen im Antrieb. Und das hat auch zur Folge, dass das Powermeter von Shimano auf diese Quark-SRAM Kombination eben gewechselt wird. Gibt es ansonsten noch Änderungen? Die Laufräder, die kommen ebenfalls aus dem Hause Cervélo. Die sind von Reserve und da wird überwiegend auf das Modell 52 mm vorne und 63 hinten. Das soll wohl das schnellste Setup sein. So bist du das ja, glaube ich, auch um Mallorca rumgefahren. Wir haben auch Pedale noch andere. Und zwar kommen die jetzt von Wahoo Speedplay. Die Reifen sind weiterhin von Vittoria. Ich glaube, das ist mit das Einzigste, wie mit dem Radhersteller, was geblieben ist. Radcomputer von Garmin. Und das sollte das nächste Tour de France Gewinnerbike sein von Jonas Vingegaard. Man weiß es nicht, Wir sind gespannt, aber das Rad ist auf jeden Fall immer eins der schöneren Modelle. Bienvenidos zum nächsten Team, Movistar aus Spanien. Die sind ebenfalls wie das Team Alpecin auf Canyon-Fahrrädern aus Koblenz unterwegs. Sie haben ebenfalls das Aeroad CFR sowie das Ultimate im Programm und im Zeitfahren natürlich das Speedmax CF SLX. Und im Gegensatz zu Alpecin haben die auf jeden Fall ein paar Änderungen, was dem Rahmen über hinausgeht. Und zwar Schaltgruppe, komplett von SRAM Red. Und damit einhergehen auch noch die Laufräder von Zip und die Reifen sind von Continental. Ja, richtig. Der Sattel, der kommt aus dem Hause Physik. Ich glaube, das ist auch schon ewig so. Ne? Da fahren die auch eigentlich immer Schuhe, sowohl das Männer- als auch das Frauenteam. Und dann haben wir noch Garmin Radcomputer und damit das Team Movistar abgehakt. Zweites Team auf Canyon Bikes. Und ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Große Änderung im Namen Sodal Quickstep, aber kleine Änderung im Fahrrad, denn auch hier wird weiterhin mit Specialized-Rädern gefahren. Sowohl Ex-Weltmeister Julien Alaphilippe als auch Remco Evenepoel wird eben auf den S-Works SL7 unterwegs sein, zumindest die meiste Zeit. Dann haben wir noch das Roubaix-Rad für die etwas holprigeren Etappen und das Schiff für die Zeitfahren. Ja, die Laufräder, die kommen aus dem Hause Roval, die gesamten Schaltungskomponenten kommen eigentlich von Shimano, wobei sich hier auch wieder beim Lenker ein bisschen was geändert hat. Tobi, der ist da ja immer noch ein bisschen aufmerksam, der hat mir gerade verraten, dass Julien Alaphilippe angeblich noch den Alu-Lenker aus dem Hause Pro fährt. Remco Evenepoel hingegen, der fährt den Carbonlenker. Ja, und auch sonst wird wahrscheinlich bei den Fahrern ein Mix aus den Marke Eigenbau Specialized bzw. S-Works Lenkern gefahren werden und eben diesen Pro-Lenkern aus dem Hause Shimano. Ja, das sollte es eigentlich auch gewesen sein. Vielleicht haben wir noch die Reifen, die kommen ebenfalls von Specialized, genau wie die Sättel. Hin und wieder sehen wir die Lager von Ceramic Speed bei Team Sudal Quickstep. Radcomputer sind von Garmin im Gegensatz zu Wahoo bei Bora Hansgrohe, aber sonst unterscheiden diese Teams sich nicht wirklich, nur dass die Belgier eben noch so ein weißes mit Regenbogenstreifen haben im Petto und das soll es gewesen sein. Arkea Samsic war als drittes World Tour Team im vergangenen Jahr ebenfalls noch auf Canyon Fahrrädern unterwegs, aber es hat sich einiges geändert, denn sie haben sich einen neuen Partner gesucht aus Italien. Bianchi, die Kultmarke, die ist zurück in der World Tour und hat direkt ein neues Aero-Geschoss rausgebracht, was so ein bisschen Aufregung gesagt hat. Es nennt sich Specialissima. Ist ein debattierbares Aero-Rad. Die Aero-Finnen vorne am Lenkbereich, denen bleibt den Profis versagt. Das dürfen nur die Amateurfahrer fahren, denn die UCI hatte was dagegen. Aber sie haben auch noch das Oltre RC im Programm für die Bergetappen oder das normale Fahrrad, wie ich Richard Weinsheimer es nennen würde. Und das Aquila, das ist das Zeitfahrrad von Bianchi. Und was sie beibehalten haben anstatt Canyon, ist die Schaltgruppe von Shimano. Und Shimano stellt dann auch die Laufräder. Richtig, die Reifen, die kommen aus dem Hause Continental. Ansonsten haben wir noch Selle Italia Sattel und Wahoo Fahrradcomputer. Und jetzt frage ich dich mal hier nach einer ehrlichen Meinung. Wie findest du die Karre? Next. Ein Team mit altem Namen, mit altem Trikotdesign, aber mit einem halbneuen Fahrrad. Schon in der letzten Saison war man beim Team DSM auf dem Scott Foyle, auf dem neu aufgelegten Scott Foyle RC unterwegs. Der Aero-Renner, der hat zum Beispiel Lorena Wiebes so den ein oder anderen Etappensieg beschert, unter anderem auch bei der Tour de France. Schicker Renner, gefällt mir sehr, sehr gut, sieht sehr schnell aus und ist komplett ausgestattet mit Komponenten aus dem Hause Shimano, also Powermeter, Schaltungsgruppe natürlich und auch die Laufräder, die kommen ebenfalls von Shimano. Die Reifen sind weiterhin von Vittoria beim Team DSM und die Anbauteile, die sind ebenfalls von Scott oder Scott hauseigener Marke Syncross. Die Sättel sind ebenfalls von Syncross, also da kein
Fremdgehen oder irgendwie Selle Italia, wie man es oft bei anderen Teams sieht. Alles von Scott aus der Schweizer Firma. Die Lackierung finde ich wirklich sehr gelungen. Also da wird sich auf jeden Fall noch richtig Mühe gegeben. War für mich auch eines der Highlight-Bikes auf der Eurobike letztes Jahr, dass die sich da gewagt haben, wieder ein Aero-Rad rauszubringen. War auf jeden Fall schnell. Romain Bardet fährt damit auch noch schnell die Berge hinauf. Der braucht kein normales Fahrrad. Und, ach, das hast du schon adaptiert mit dem normalen Fahrrad. Genau. Super Fahrrad. War Hochradcomputer, haben wir gesagt? Weiß ich nicht, aber jetzt haben wir's. Team Jayco Alula, das ist als nächstes in der Reihe und wir haben drei unterschiedliche Fahrräder wieder mit im Gepäck. Einmal das TCR, dann haben wir noch das Propel, das ist das Aero-Rad für die Australier und zu guter Letzt haben wir noch das Trinity, das ist das Zeitfahrrad. Die Laufräder kommen aus dem Hause Kadex, das ist quasi die Eigenmarke von Giant und ansonsten wird in Sachen Schaltung auf Shimano gesetzt. Ja, ebenfalls kommt von Shimano der Powermeter für die Leistungswerte. Der Sattel und Reifen, Lenker, Vorbau, Radcomputer, alles aus dem Hause Giant bzw. Kadex. Also da wird auf die hauseigenen Sachen vertraut. Ja, ziemlich interessant. Die Reifen sehen immer so ein bisschen aus wie Vitorias, aber da verguckt man sich schnell. Ich finde das Rad in der Lackierung richtig gut und das Propel macht mit seinen dünnen Sitzstreben, was ja letztes Jahr neu aufgelegt worden ist, fast den Eindruck, als ob das alles kann, also auch als normales Bergrad durchgeht. Ich finde es schick, würde es gerne mal testen, ganz ehrlich, ich bin noch nie gefahren. Also Giant, falls ihr das gehört habt, Tobi wird eure Karre gerne mal testen. Als nächstes im Programm haben wir die US-amerikanische Mannschaft Trek Segafredo und die fahren natürlich auch auf Trek-Fahrrädern und da überwiegend auf dem Madone SLR, dieses neu aufgelegte Aero-Rad mit dieser futuristischen Sattelstütze, das so quasi mit so einem Dreieck, wo so ein, der Luftstrom durchfließen kann, der hat für viel Aufruhr gesorgt, aber die Räder sind super schnell und ein rotes Fahrrad ist sowieso immer super schnell. Des Weiteren haben sie noch das Imonda SLR, das normale Bergrad, mit im Programm und das Domain fürs Holprige auf Kopfsteinpflaster. Und das Speed-Konzept, das ist das Zeitfahrrad. Und bei den Frauen gibt es ein richtig nettes, und zwar Ellen van Dijk, die ist ja Weltmeisterin. Die hat so ein komplett silbernes, metallic glänzendes Zeitfahrrad bekommen. Das sieht extrem gut aus. Ausgestattet ist oder sind die Trackräder natürlich mit SRAM Red wie in den vergangenen Jahren. Und die Laufräder, die kommen ebenfalls aus dem Hause Bontrager oder aus dem Hause Trek von Bontrager. Ja, das Powermeter, das ist ja eine Kollaboration, die klassische von SRAM mit Quark, das ist ja die hauseigene Powermeter. Ja, Marke sozusagen, dann haben wir den Sattel, der kommt ebenfalls von Bontrager. Wir haben Wahoo Bike Computer und dann haben wir noch eine ziemlich große Neuerung, das hat ja auch in den Tech News für Aufregung gesorgt. Die Firma Time ist mit ihren Pedalen wieder zurück in der World Tour im Profi-Peloton, eben angeheuert beim Team Trek Segafredo, kann man sagen. Und wenn die Jungs und Mädels diese Saison eingeklickt bleiben, dann haben die sich auch wieder etabliert. Eine Sache haben wir noch vergessen, Pirelli, auch großer Sponsor beim Team, die liefern natürlich die Reifen für die Mannschaft. Als nächstes kommen wir zu Tobis Lieblingsmarke und zwar zu dem Radhersteller Colnago, der sponsert das Team UAE rund um Tadej Pogacar. Und bei dem Jahr gab es einen großen Wechsel in Sachen Schaltungskomponenten. Die sind nämlich von Campagnolo, also der italienischen Schaltungsmarke, auf Shimano gewechselt. Aber natürlich alles der Reihe nach. Wir haben erst noch die Fabrikate, auf denen gefahren wird. Im letzten Jahr war ja Tadej Pogacar bei der Tour schon auf dem Prototypo unterwegs und wer hätte das gedacht, das V4 RS, das ist dann quasi da aus diesem Modell hervorgegangen, auf dem ist Tobi jetzt auch unterwegs. Ja, dann haben wir noch das TT1 als Zeitfahrrad, sehr extravaganter Name, muss man sagen. Und was haben die Jungs und Mädels sonst noch am Rad verbaut? Laufräder, gab es natürlich auch einen Wechsel, Campagnolo nicht mehr dort der Ausstatter, sondern Envy Laufräder. Ich glaube 4 oder 5 verschiedene Laufradsätze von flachen Felgen bis ganz hohen Felgen ist da in der Auswahl mit dabei. Shimano hatten wir angesprochen, die Reifen sind jetzt auch nicht mehr von Pirelli, sondern ebenfalls von Continental. Ich glaube Continental und Shimano unter den World Tour Teams die prominentesten Marken, würde ich behaupten. Sattel weiterhin allerdings von Prologo, Powermeter kommt jetzt auch nicht mehr von SRM, sondern auch von Shimano. Und Radcomputer, die sind auch neu, die kommen ebenfalls von Wahoo und nicht mehr von SRM. Und UAE damit quasi auf einem komplett neuen Setup unterwegs. Bisher schnell, ne? Bisher sehr schnell. Das waren sie also alle, World Tour Fahrräder aus dem Jahr 2023 und jetzt seid ihr noch gefragt, schreibt gerne in die Kommentare, was euer Favorit ist bzw. welches Fahrrad ihr direkt bestellen würdet, wenn das Geld keine Rolle spielen würde. Schreibt das auf jeden Fall unter das Video und was ist dein Top 1 Rad? Das
Ja, also das Problem ist halt, Mathieu van der Poel fährt ja das Airroad. Ja. Ich würde das Ultimate nehmen, in der gleichen Lackierung. Also, Canyon, falls ihr Bock habt, schickt mir das gerne zu. Ich würde es fahren, sage ich jetzt mal so. Wie sieht es bei dir aus? Ich muss leider auch irgendwie sagen, das V4S, das gefällt mir schon ganz gut. Bei der Farbe könnte man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum rausholen, als dies komplett schwarz. Deswegen von der Lackierung. Was ist die geilste Lackierung? Da muss ich schon sagen, das Astana-Rad. Das ist schon eine schicke Lackierung. Ja, würde ich auch sagen. Naja, die Zuschauer sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Und damit verabschieden wir uns mit einem Haufen Fahrräder. Ja. Wir hoffen auf eine spannende Saison, auch spannenden Fahrrädern. Macht's gut, bis zu nächsten Videos. Ciao, ciao. Ciao.